see trees of green, red roses too. And I think to myself, let's play Dungeon Siege 1 Legends of Arana. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und wir sind hier in der Stadt Illicor angekommen. Und ich habe die Soundeinstellungen gecheckt, sie passen soweit. Deswegen hinein ins Getümmel. Seid gegrüßt, Fremder. Auch wenn die Umstände unseres Treffens keine guten sind. Wie ihr seht, wird unsere schöne Stadt von den Zauraskern belagert. Viele von uns wurden aus ihren Häusern, von ihrer Arbeit vertrieben. Die Bevölkerung lebt in Schrecken und ich fürchte, wir werden euch keine große Hilfe sein, solange die Echsenmenschen nicht vertrieben sind. Werdet ihr uns bei der Befreiung unserer Stadt beistehen? Natürlich. Ein neuer Auftrag, ja. Natürlich, das werde ich. Und hier, Leute. My favorite. Ich fürchte mich nicht. My all-time favorite. Das, glaube ich, können wir hier kaufen. Ein, was? Ein Fremder, der sagt nix. Ein Fremder, dann scheint uns das Licht von Asomir. Doch bei den Angriffen dieser Esel wäre es mir zu unsicher, euch eines meiner Tiere zu über... Was? Wenn die Bedrohung vorbei ist, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Dann verkaufe ich euch. Alter! Mein Tier, ich wollte doch eins haben! Ah, willkommen, willkommen, willkommen. Zu gerne will ich euch ein Tier verkaufen. Doch da die Zurasker sich herumtreiben, bin ich vorsichtig. Wenn euer Packtier getötet wird, gibt es keine Rückerstattung. Kommt wieder, wenn die Bedrohung durch die Zurasker... Alter, die wollen mich doch verarschen, oder? Ich erledige das. Sie wollen mir nichts verkaufen. Ich hätte dringend Platz. Ich bräuchte dringend ein bisschen Platz. Gut, wir schauen einmal. Nice. Und hier steht, vertreibt, ja, gut, das könnte. Moment, was ist hier geschrieben? Zur Halle von Illicor. Ich will schon gern was kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Das Schloss an meinen Waren zu öffnen, euch. Alter, die wollen mir alles nichts verkaufen und los kaufen. Geht's. Was sind das für Leute, Alter? Hier kann man sogar rauf. Schaut her, Leute. Hier kann man rauf. Lol. Die Türme ziehen auf. Hört ihr das Grollen des Donners? Unser. Die Stürme. Unser Ende ist nahe. Whoa. Very bad. Sofort. Okay, ich muss zuerst die Stadt befreien. Man fand das Echsenvolk ist bösartig. Sie haben die Gebäude auf der anderen Seite der Brücke eingenommen. Ja, okay, sie haben eingenommen. Natürlich. Das ist jetzt problematisch. Ich würde verdammt gern was verkaufen, kann aber nicht. Shit. Was soll ich jetzt tun? Speichern? Ja, und wir müssen immer noch zurückgehen, das habe ich nicht vergessen. Geht klar. Sein muss. Hm. Oh, mein Freund, die Zauberer haben den größten Teil der Stadt überrannt. Es tut mir leid, aber ich habe nicht viel anzubieten, um euren Durst zu stillen. Habt ihr Lust, einen kleinen... Was? Brack? Was? Brack? Saftcocktail zu probieren. Ja, aber du gibst mir ja nichts.
Ich kann nichts probieren, wenn du mir nichts gibst. Sie haben Besitz Tränke, die manche fügen auch Schaden zu. Nehmt euch in Acht, wenn ihr bei ihr einkauft. Sie haben Besitz Tränke, die mehr als nur heilen, Fremder. Okay. Wer ist die Seherin? Begrüßt, Fremder. Erstaunt mich jemand. Im Dschungel. Okay, ja, lebendig. Das ist alles schön und gut. Wir aktivieren einmal diese Brücke. Dann gehen wir jetzt einfach darüber, oder? Und zerstören einmal diese. Der hat immer noch die Heilding. Nein. Okay. Das ist immer noch ein bisschen sofort schwierig zu managen, das Mikromanagement hier. Aber jetzt haben wir wenigstens einen Teil der Stadt freigespielt. Entstehung der niederen Arten. Das lasse ich mal liegen, ich hole mir das alles später. Wie ihr wünscht. Weil wenn ich es einmal liegen lasse. Dann bleibt es, glaube ich, auch. Und statt, wenn ich es aufsammle. Jetzt kann ich den wahrscheinlich ein bisschen bequatschen. Ja gut, die habe ich jetzt schon gekillt. Musste mir nicht mehr davor warnen. Ich fürchte mich nicht. Jetzt gehen wir erst noch einmal hier wieder zurück. Und dort dann mal nach links. Sein muss. Wer bist ich du? Ich grüße euch in Ehren und möchte offen mit euch reden, Fremder. Mein Name ist Nadulo. Ich bin Künstler und Sänger. Momentan wandle ich jedoch auf anderen Pfaden. Die Zauraska sind zu weit gegangen und haben meine geliebte Tisa getötet. Und deshalb will ich ihren Tod. Okay, du willst uns folgen. Ich habe viel Zeit mit dem Studium der alten Bücher und Zauberkünste meines Volkes verbracht. Ihr könnt auf mein Wissen bauen, wenn ich mit euch ziehen darf. Was meint ihr? Darf ich euch auf eurem Abenteuer begleiten? Ich freue mich darauf, meine Einfach. Geliebte zu rächen. Kerngedanke rein. Rein in die Gruppe. Gut, was hast du zu jetzt allem für... Bereit. Das ist schön. Was hast du jetzt für... Du hast einmal viel Platz, das ist gut. Was bist du? Du bist Nahkampf, Fernkampf. Ah, das ist gut. Er ist Kampfzauberer. Das ist super. Wenn er Kampfzauberer ist, das ist super. Was hast denn du aktuell für... Du hast eine 13er Rüstung. Hier mal dir mal Deda. Kampfzauber, Naturzauber, ja, der hat wieder. Ich gebe jetzt einfach mal alles, was ich denken könnte, dass dem das passen könnte, gebe ich den. 11, 11, 11. 2 braucht er ein Schild, ich glaube nicht. Eine Mütze braucht er auf jeden Fall. 15 4 Naturzauber, Kampfzauber 9
Handschuhe braucht er auch. Aha. Wie viel Intelligenz? Oh, der hat 15 Intelligenz. Oh, dann gebe ich dem das da mal. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Platz. Das finde ich schon gut. Okay, dem sein Inventar ist voll. Also Mütze. Kein Gedanke auf. Der hat 13, der hat 6, der hat 19. 19 ist besser. Definitiv. 14 bis 18. 26 bis 32. 26 bis 32 ist schon mal deutlich besser. Dann ein Schild kann ich ihm auch geben. Moment, das ist besser. Fire Spray, okay, das ist gut. Wiederbelebung erweckt ein Mitglied der Gruppe zum Leben. Das heißt, wenn er stirbt, kann ich den wiederbeleben? Das wäre ja richtig nice, oder? Einfach alles rein, was er da hat. Geht nicht? Warum nicht? Ah, die hat er schon. Sie haben mal 26 bis 32. Dem da geben. Aber der kann das alles irgendwie nicht gut nutzen. Hat er schon, dann noch einmal den da. Kann ich auch ein paar Sachen rein. Killer-Gremal beschwören, okay. Wind der Heilung. Umwebt die Gruppe mit einer heilenden Wind. Fügt. Ist schon mal gut. Zwingei. Aha. Das lassen wir aber jetzt. Stärke 12, Geschicklichkeit 12. Oho. Ja, jetzt haben wir mal grob ausgerüstet. Jetzt haben wir auch wieder Platz. Wir speichern einmal. Was hast du jetzt eigentlich? Machen wir mal ganz kurz Zauber. Es werden
mehrere Fireshot. Das klingt eigentlich gut, also das lasse ich mal drinnen. Seid ihr euch ganz sicher? Die Stadt ist schon sehr groß, so gefüllt. Jawohl. Seid gegrüßt, Fremde. Ich kann nicht reden, solange die Stadt von den Sauraskern angegriffen wird. Sobald ihr die Stadt von den Bestien befreit habt, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Kehrt dann zurück. Ich möchte euch nicht jetzt damit belasten. Hier, hier! Du hättest mich nicht belastet, aber... Okay, da ist ein Sumpf. Ich glaube, in den Sumpf sollen wir jetzt noch nicht gehen. Wir haben noch genug andere Sachen zu tun, aber... Finsterer Dschungel. Ah, der Dschungel, okay, da, ja, da schaut es auch schon ziemlich finster aus, von dem her. So, wir müssen die restlichen Brücken säubern. Wenn es sein muss. Jetzt gehen wir mal hier nach links, schauen, was hier ist. So irgendein. Ah, die Schmiede, ja, das klingt gut. Schmiede klingt immer gut. Ich gehe. Schmiede klingt nach schönen Waffen. Okay, okay, okay. Ich gehe ja schon. Da ist keine Brücke, dann gehen wir in diese Richtung. Da ist auch nichts. Dann müssen wir wohl oder übel wieder zurück. Wo sind dann die ganzen Viecher? Ich dachte, die Stadt wäre überrannt. Scheinbar doch nicht. Ja gut, dann gehen wir halt hier hin. Hier waren wir eben auch schon. Dann bleibt eine Brücke übrig. Ist beim Hauptplatz rechts rauf. Ist recht. Ansonsten wüsste ich jetzt pauschal nicht, wo da noch Viecher sein könnten. Aber natürlich. Jo, da sind welche. Speichern. Speichern, jo. Macht der eigentlich auch Schaden? Du solltest doch... Du solltest doch mit Feuer schießen, ja genau. Er sollte mit Feuer schießen und nicht. Ja, nice, wir haben es geschafft. War falsch eingestellt. Der hat irgendwie komischerweise... Ja gut, Stabkampf geht auch. Illikor ist sicher, das trifft sich gut. Kann ich jetzt nicht reingehen? Doch. Da ist nichts mehr soweit. Dann gehen wir zurück. Bin auf dem Weg. Ah ja, das eine Buch müssen wir noch abholen, das was wir dort liegen haben lassen. Wenn es sein muss. Ich und mein Volk, wir danken euch, Fremder. Dies ist zweifelsohne ein Zeichen Asunais, dass unsere Erlösung nicht mehr fern ist. Euer Auftrag ist allerdings beunruhigend.
Der Shadowjumper will uns zerstören, wie schon in der Vergangenheit. Dieses Wesen der Finsternis kennt keine Gnade und wird auch nach unserer Zerstörung nicht Halt machen. Ihr müsst Firk aufsuchen. Er ist unser klügster Gelehrter und widmet seine Zeit der Erforschung und Entdeckung von Dingen, die uns abhanden kamen. Derzeit hält er sich bei den Ruinen von Markesha auf, einer Art Schule aus uralter Zeit. Sein Wissen gründet tief und vielleicht hat er Antworten auf eure Frage über den Shadowjumper. Okay, danke. Jetzt kannst du endlich mein Ding. Drei, 200. Die armen Tiere sind alles, was ich habe. Benötige einen vortrefflichen Backkäse, mein Herr. Ja. Ist natürlich die Frage, wie viel. Natürlich. Wie viel Packesel brauche ich? Brauche ich wirklich 2, 3, 4? 4 Tiere? Andere mögen euch Vieh verkaufen. Ich biete euch schöne, gesunde und... Aha. Ich weiß ja nicht. Soll ich mir wirklich so viele kaufen? Nee. Es ist halt alles schwierig da zum Steuern dann doch. Nichts wie hin. Gut, wir speichern nochmal. Es ist, je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist sie auch zu steuern. Jetzt möchte ich zuerst noch... Ah, stimmt, wir haben... Wir gehen jetzt zuerst noch einmal ganz, ganz zurück. Weil wir hier noch das holen müssen. Ihr wisst schon was. Ich gebe mein Bestes. Wir haben eine Kreuzung noch nicht untersucht. Und was ich mir jetzt... Weil 4 Packesel, dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Begleiter. Da kommen vielleicht auch noch welche dazu. Könnte dann... Sehr schwierig werden im Management, ja. Ja. Aber es wäre natürlich schade, wenn vor uns jetzt eine riesige Fläche mit einem Haufen Loot ist und wir das Lootzeug nicht mitnehmen können, weil uns der Platz einfach fehlt. Das wäre natürlich das, was am sehr, sehr schade wäre. Natürlich. Aber Leute, der Packi ist das einfach so cool, das ist sicher. Eins der besten an Spellforce. Eins der besten Sachen in Spellforce. Ist einfach so nett. Wird erledigt. So, jetzt müsste ich halt nur noch da finden. Das finden, wo wir hier noch nicht gegangen sind. Ich glaube, das war ziemlich ein Anfang. Bin auf dem Weg. Genau, hier irgendwo unten. Ich werde es versuchen. Hier sind wir nicht gegangen, oder? Ich fürchte mich nicht. Oh, das ist nur ein kleiner Ding. Aber der mit seinem Feuerding ist schon ganz nett. Ich werde mein Bestes geben. Na, ein paar Sachen kann man ja noch looten. Zum Beispiel Gold. Immer in Bewegung bleiben. Oh.
Oder war das noch weiter zurück, wo wir hier nicht lang gegangen sind? Ich möchte nur mal ganz kurz schauen. Sofort. Weiß hier? Wohl an. Jo. Wir haben ja einige Sachen. Sofort. Also dieser Feuerschlag, der ist schon gut. Sofort. Hier haben wir auch noch nicht gelootet. Aber selbstredend. Keine Sorge. Bin auf dem Weg. So. Gut, dass wir noch überall geschaut haben. Wir leveln dadurch ja auch. Wir leveln. Aber hier waren wir jetzt. Ja. Hier genau. Zurückbleiben. Wir sind dann hier raufgegangen und nicht rechts abgezweigt. Für die Ehre. Und dann hier weiter, genau. Ich werde es versuchen. Habe ich da jetzt irgendwas gehört? Irgendein Vieh schreien? Natürlich. Irgendwas höre ich doch hier. Hä? Very strange. Ich fürchte mich nicht. Eigenartig. Mich nicht. Wie ihr wünscht. Das sind auch sehr interessante Gerätschaften. Und jetzt, glaube ich, kommt dann die Folge mit dem großen Einkaufen, verkaufen und so weiter und so fort, glaube ich jetzt. Aber natürlich. Aufrüsten, abrüsten, umrüsten. Ich werde mein Bestes. Ich glaube, ein paar Kesel werden wir uns noch gönnen. Oder sollen wir uns ein Nashorn gönnen? Dass wir Abwechslung haben. Aber irgendwie gefallen mir die Packesel besser. Was meint ihr? Ich meine, das. Ich kann mich jetzt schwer. Ich würde nicht. Sollen wir drei Lasttiere kaufen? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat einen geringeren Packvorrat. Vielleicht macht er aber auch mehr Schaden beim Kämpfen. Oder einen Esel. Ein Esel oder ein Nashorn. Oder was auch immer das ist. Greco, Gesundheit. Ja. Ich
tue mir jetzt echt schwer. Beinhart, ich kaufe mir jetzt ein Nashorn. Ja, in der Tat. Die haben weniger. Wusste ich's, da ist doch noch so ein paar, habe ich schon noch im Gedächtnis. Der ist aber auch nicht full life. Okay, ist hier Zauber. Als erstes schließen. Wir müssen jetzt, das mache ich noch in dieser Folge, groß umrüsten. Jetzt muss ich mir aber erst bequemer hinsetzen. Die große Umrüstungsfolge. Schon wieder. Ja. Das gehört halt auch irgendwie dazu. Verteidigung 4, Verteidigung 5. Aber ich glaube so 20 bis 28, 16 bis 24, 20 bis 25. Das ist halt schon... Malerische Zauraskerschlangen bis. Aber ich glaube, dann kann ich kein Schild verwenden, oder? Bis 32. Was hast du noch mal? 15 bis 32. 16 bis 21. Der hat keine Stärke 15. Doch, oder? Ja, doch, er hat Stärke 15. 26 bis 30. Aber das ist halt... Das ist halt schon im Gesamtpaket schon krass. Ist auch gut. Ja, schwierig. Was du für einen Bogen? Ja. Ja. Ja, aber dann kann ich kein Schild verwenden, oder? Nee, dann kann ich kein Schild verwenden.
8 halt schon. Aber 6 Rüstungspunkte. Der ist auch gut. Der macht halt, der macht 15 bis 22. Der, ja. Nee, ich muss das einfach so lassen. Ich werde es versuchen. Jetzt holen wir uns nur kurz schnell das Buch. Jawohl. Oder was das ist, genau, das ist liegen geblieben. Entstehung der niederen Arten hat es geheißen. Ich werde es tun. Kann das sein? Gut, wir speichern mal. Ich werde es tun. Sie hat Zauber gehabt. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen definitiv zum Schmied. Braucht er ein besseres? Ich kenne mich da halt auch nicht. Warum wird ein Geschicklichkeitsbuch? Kampfzauberfertigkeit. Wir haben 29 Mana, wie viel Mana hat er, ja. Es ist ja alles gut, aber brauche ich eigentlich nicht. Einen Ring vielleicht. Gut, 1000. Das ist Nahkampf. Ah, okay. Das ist gut, ja. Ja, gut. Ja, so viel Geld kann man schon einmal ausgeben. Und jetzt aber wirklich zum Schmied. Ja, gehen wir. Genau, irgendwer wollte hier noch was von uns, denn hat gesagt, wir sollen sie aufsuchen, sobald wir die Stadt befreit haben.
Ich gebe mein Bestes. Da müssen wir auch noch hin. Da, das warst aber du nicht, oder? Nee, das war noch nur der Alkoholiker. Ich werd's versuchen. Komm schon, ich will rauf. Danke. Ist recht. Es sind nur ein paar Leute, die nichts zu sagen haben. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich gebe mein Bestes. Hier drinnen vielleicht. Wird erledigt. Jawohl. Oder auch nicht. Komisch. 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 Werde komisch. Los geht's. Genau, der Schmied. Sei gegrüßt, ich habe viele feine Ware, die ihr nützlich finden könntet. Wollt ihr einen Blick darauf werfen? Ja, ich will. Ich habe 11.000 Gold. Und jetzt schmeißen wir mal das ganze Klumpert. Hier einfach an 23 bis 32, 15 bis 27. Wer ist denn sonst noch Fernkämpfer hier irgendwie? Was hast denn du noch so? Du hast Fernkampf 3, na du bist der Kampfzauberer durch und durch. Geschicklichkeit 17, sie ist natürlich voll der Krasse. Schadenspunkte. Was hast du eigentlich für ein Schild? Du hast... Ah, du hast das. Ja, das ist halt... Gut. Hast du noch mal wieder Schuhe? Das ist die Viererschuhe. Das kann alles weg. So, Schild, Stärke. Wie viel Stärke hast du? 12. Du könntest dann im Prinzip. Ach, die hat das gute Schild.
Na gut, dann eben nicht. 4, was habt ihr für Schuhe? 4. 4. Wieder Stiefel 1. Kleidung 4. 4. Bis 30. Irgendwie, ach so, da habe ich jetzt die Schuhe, ja gut. Was hab ich eigentlich? Nur Stärke. Nahkampf. Stärke 12. Aber das ist eigentlich nicht gut. Nein, weg damit. Weg damit, alles weg damit. Weg damit. Moment. Na gut, das kann man schon irgendwann noch brauchen. Die haben nix. Noch mal in den Rucksack schauen. So, Schild. Brauchen wir nicht. Moment, 29 bis 43. Das ist ja krass. Das finden wir. Das ist schon einmal krass.
dann zum Ankauf. Ah, das ist mir alles zu teuer eigentlich. Sie hat schon. Na, aber sie hat die gute Rüstung eben. 32 Punkte. Das ist zwar auch gut. Ja. Mein Gott. Stärke 17. Was habe ich, Axel? 40. Stärke 16, Stärke 17. Das ist natürlich gut. Das Zeug ist gut. Aber das finden wir auch so. Mit Virus Kmir. Und sonst können wir hierhin zurückkehren. Ach, schau mal, Verstärke 24, also. Wow. Vielleicht noch mützenartig irgendwie. Ja, da haben wir auch gutes Zeug. Es lohnt sich alles nicht so sonderlich. Du hast auch eine Mütze. Dem kann man natürlich bessere Mütze kaufen. Oder bessere Handschuhe. Das ist natürlich schon... Ist Magie eigentlich Fernkampf? Nee. Das ist ein Blödsinn. Ja, natürlich Verteidigung 4. Verteidigung 3. Schuhe. Oh Gott, Waffen. Oh, Waffen habe ich eigentlich. Da will ich nicht herumfuschen. Schilde. Die hat den guten Schild. Die hat auch einen guten Schild. Da können wir noch 2, 3, 4, 5 intelligent. Na gut, dann haben wir das. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dann geht's wohl oder übel weiter in den dunklen Teil der Welt. Also in diesen sumpfartigen. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ich hoffe doch. Ach so, nee. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Mein Bruder El-Germaincourt arbeitet derzeit für den wirren alten Thurk in den uralten Ruinen von Makaysha.
Dieser Narr glaubt doch tatsächlich, er könne die Geheimnisse unseres Volkes aufdecken, indem er die Ruinen der alten Tempel und Bibliotheken durchwühlt. Dem alten Wirrkopf, für den er arbeitet, traue ich nicht. Wer weiß, ob Thurg ihn nicht in einer Grube zurückgelassen hat, wo ihn die Hasati leicht töten können. Bitte, findet meinen Bruder und vergewissert euch, dass es ihm gut geht. Gut, das mache ich. Das mache ich natürlich. An dieser Stelle, glaube ich, mache ich aber einen kurzen Cut für diese Folge. Und dann werden wir weiter vordringen. Ja, deswegen sage ich Tschüss mit Ü und Ciao mit Au.